Hallo und herzlich willkommen zu Fight Week, dem Nachrichtenmagazin von GNP1 TV auf YouTube, heute an diesem Montag, den 7. Juni 2021. Mein Name ist Alexander Petzig-Ligoria und ich begrüße euch zu unserer heutigen Sendung. Bevor wir jedoch mit unseren Themen loslegen, schaut doch noch kurz bei unserem Sponsor www.gut7.de vorbei. Dort bekommt ihr mit dem Code GNP10 10% Rabatt auf leckere, kalorienarme Protein-Snacks. In unserer heutigen Sendung sprechen wir natürlich über die Ereignisse am vergangenen Wochenende, dabei vor allem natürlich über die UFC Fight Night in Las Vegas und die Ereignisse bei German Cage Pioneer in Heidelberg. Und natürlich müssen wir allerdings auch beginnen mit dem großen Boxkampf zwischen Floyd Mayweather und Logan Paul, dem Schaukampf, der in der Nacht von Sonntag auf Montag stattfand. Dabei kam es natürlich zum Duell zwischen dem früheren ungeschlagenen Profi-Weltmeister Floyd Mayweather und Boxnovize und YouTuber Logan Paul. Diesen Mangel an Erfahrung und natürlich auch an boxerischer Klasse, den versuchte man durch einen großen Gewichtsunterschied so ein bisschen spannend zu halten. Den Unterschied merkte man dann im Kampf auch in den späten Runden, in denen sich Paul, zum Überleben clinchte, muss man so sagen. Denn bis dahin war es von einer Schlagsalve in der ersten Runde abgesehen eigentlich nur Mayweather, der am Drücker war, der immer wieder zeigte, dass er der klar bessere Boxer war, allerdings seinen Fans und natürlich auch den YouTube-Fans von Logan Paul eine Show bieten wollte und den YouTuber quasi mit sich über die Distanz zog. Da keiner einen K.O. schaffte, gab es am Ende auch keinen offiziellen Sieger. So war das im Vorfeld abgemacht. Gewinner waren sie auf jeden Fall beide, spätestens wenn der Blick auf den Kontostand fallen wird. Wie gesagt, für Logan Paul wahrscheinlich ein Achtungserfolg, dass er eben die 8 Runden gegen Floyd Mayweather überlebte. Mayweather, der sagte im Anschluss, man merkt ihm langsam das Alter an. Ob er nochmal für einen weiteren Showkampf in den Ring zurückkehrt? Wahrscheinlich nicht, ist die Antwort. Für einen echten Boxkampf absolut nicht mehr. Also könnte es vielleicht ja sogar sein, dass das hier die Abschiedsvorstellung von Floyd Mayweather war. Er stand ja zuletzt 2018 im Ring gegen Tenshin Nasukawa, auch in einem Showkampf gegen den deutlich leichteren Kickboxer und davor 2017 gegen Conor McGregor in seinem Abschiedsprofikampf. Und sollte das tatsächlich die allerletzte Vorstellung von Floyd Mayweather in einem Boxring gewesen sein, dann kann man nicht nur vor seiner boxerischen Leistung, sondern vor allem vor seinem Geschäftssinn eigentlich nur den Hut ziehen. Denn Mayweather, der hat in den vergangenen Jahren eigentlich immer das richtige Näschen für große Kämpfe gehabt und zur richtigen Zeit am richtigen Ort abkassiert. Ob es eben die Boxkämpfe gegen Oscar De La Hoya waren, der große Kampf gegen Manny Pacquiao und gegen Conor McGregor zum Abschluss. Dabei sollte auch die Kritik an Floyd Mayweather vielleicht ein bisschen zurückgefahren werden. Er will eigentlich nur dafür sorgen, dass seine Fans unterhalten werden und das hat er eigentlich auch in der vergangenen Nacht geschafft. Der sportliche Wert der Veranstaltung, der steht natürlich hinten an, aber er hat eigentlich im Ring alles bewiesen, was zu beweisen ist und schuldet mittlerweile eigentlich niemandem mehr einen echten Kampf, sondern er tut das, worauf er einfach Lust hat und nach so vielen Jahren als Profisportler hat er sich das vielleicht auch einfach verdient. Damit dürften auch endgültig alle Gerüchte um Floyd Mayweather und die UFC oder Dana White endgültig zu Grabe getragen werden. Ich denke nicht, dass wir da noch irgendwo eine Zukunft drin sehen. Floyd Mayweather macht vielleicht noch ein bisschen, worauf er Lust hat, aber die Idee, dass er irgendwann in der UFC oder in Verbindung mit der UFC boxen oder in einem Käfig stehen könnte, die dürfte endgültig damit vom Tisch sein. Und wenn wir schon bei der UFC sind, da können wir dann auch über die Fight Night am vergangenen Wochenende sprechen. Die fand natürlich wieder im UFC Apex in Las Vegas statt und dort standen vor allem die Schwergewichte im Fokus, allen voran Jairzinho Rozenstruike, der im Hauptkampf gegen Augusto Sakai antrat. Und richtig was zu sehen gab es eigentlich auch erst in den letzten Sekunden der ersten Runde und dann war der Kampf auch schon vorbei. Denn von der Klappe des 10-Sekunden-Signals angestachelt, machte Rozenstruike nochmal Druck, scheuchte Sakai entlang des Käfigs, landete dann eine linke zum Kinn und eine rechte hinters Ohr, von der der Brasilianer einfach umfiel. Zwei weitere Hammerfists erledigten den Rest und den Sieg in letzter Sekunde buchstäblich der ersten Runde für den Kickboxer aus Suriname, der sich damit in die Erfolgsspur zurückkämpfen konnte. Rozenstruike wurde dabei auch gleich mit dem Bonus für die Performance of the Night belohnt, genauso wie im Kampf zuvor Marcin Tybura, der sich gegen Walt Harris auch eine sehr kurze Auseinandersetzung lieferte, den Kampf im Verlauf der ersten Runde auf die Matte verlagerte, sich dort in gute Positionen bewegte und dann irgendwann mit Schlägen aus der Backmount den Sack zumachen konnte. Den Bonus für den Kampf des Abends, den erhielten wenig überraschend Santiago Ponzinibbio und Miguel Baeza, die lieferten sich nämlich 3 Runden lang einen richtig harten Schlagabtausch. Dabei war Baeza zuerst am Drücker und attackierte mit harten Legkicks, die Ponzinibbio wirklich beeinträchtigten. Der Argentinier kämpfte sich aber zurück. In der letzten Minute gab es noch einen schönen offenen Schlagabtausch mit Treffern auf beiden Seiten. Doch fallen wollte keiner mehr. So ging es über die Punkte. Die Punktrichter werteten das Duell einstimmig mit 29 zu 28 für Ponzinibbio, der damit seinen ersten Sieg seit fast 3 Jahren feiern konnte, nachdem er ja im Januar im Comeback K.O. ging.
Bevor es im Käfig der UFC zur Sache ging, feierte German Cage Pioneer in Heidelberg die zweite Veranstaltung und das nach einer äußerst turbulenten Woche, in der nicht nur mehrere Kämpfe, sondern gleich die Location getauscht werden musste. Als es allerdings dann im Bürgersaal von Heidelberg einmal losging, dann kam es Schlag auf Schlag zu Highlights. Von den neun Kämpfen, die stattfanden, gingen acht vorzeitig zu Ende und selbst der eine Punktsieg war besonders sehenswert. Und wie praktisch, dabei konnte man gleich den Grundstein für die nächsten Veranstaltungen legen, denn mit den Siegen von Adrian Zeitner und Musa Yanguba'ev in den letzten beiden Kämpfen konnte nämlich schon das nächste Matchup zwischen ihnen festgemacht werden. Wahrscheinlich geht es dabei sogar um den Weltergewichtstitel von German Cage Pioneer. Adrian Zeitner brachte Kevin Hanks mit einem Triangle Choke in der ersten Runde zur Aufgabe. Musa Yanguba'ev, der hatte nachher einen Arm Triangle gegen Laith Najjar. Die beiden, die haben sich schon im Käfig herausgefordert und wollen dann in naher Zukunft aufeinandertreffen. Die lautstarke Mannheimer Fraktion im Publikum hatte natürlich dabei auch etwas zu feiern. Lokalmatador Timo Kuchelmeister konnte seinen Kampf in der zweiten Runde gewinnen. Safa Mosen, der brauchte nur 30 Sekunden für Walid Ahmad. Solltet ihr am Wochenende German Cage Pioneer 2 live verpasst haben, dann kein Problem. Geht einfach auf fight24.tv. Dort gibt's alle Kämpfe in der Konserve und natürlich bei uns alle Interviews mit den Siegern vom Samstag. Das war's an dieser Stelle von mir für diese Fight Week. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.